Ja, Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mit Pythagoras unterwegs und wir haben folgendes Setup mit dabei. Ich bin ganz Ohr, tödlicher Verfolger, Ausbruch und Ruf der See und wir sind mal wieder auf unserer Lieblingsmap unterwegs. Ist ja aber schon ein bisschen länger her, von daher alles easy, wir legen los. Hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert, wenn einer der Survivor gesagt hätte: Nö, the game, das ist mir zu leicht. Das möchte ich nicht. Ich werde in die Richtung gehen, wo drei Leute sind. Direkt den Hit rausgedrückt, Leute. Bin ehrlich, ich wollte eigentlich auf den anderen gehen, aber das sollte ja nicht sein, ne? Deswegen gehen wir dann auf sie jetzt hinterher. Ach, schade. Zu doll geflickt. Nicht mal, dass sie hätte rein dead haben müssen. Ehrlich zu sein. Das war fail. Nehmen wir natürlich gerne mit. Okay, das ist auch wild jetzt. So, schönes Ding. Dann schicken wir sie einfach direkt in den Käfig rein, Leute. Ich habe ja auch nichts anderes mit so, wo mir das irgendwie was bringen würde. Aber jetzt. Oh, geil. Oh, wir haben ihn sogar getroffen. Oh mein Gott. Mehr Glück als Verstand wieder mal. Ah, guck mal hier. Wer rennt denn da? Denke ich, ziehe ihm auch nochmal hinterher. Will er abhängen? Ist sie hier irgendwo? Nee, scheinbar nicht. Also, hätte halt gedacht, dass er jetzt bestimmt abhängen gehen will. Weil ich mir sonst nicht erklären konnte, was sein Plan war. Ich werde den Generator zurücksetzen. Auch wenn ich hier schade eigentlich die Jagd natürlich gerne gespielt hätte. So, moin. Ist mal lieber weggegangen. Auch reingedeadheartet. Wir haben auch wieder Deadhearts hier, die sie raushauen, Leute. Punktgenau. Das ist immer wild. Spiel immer gegen Maschinen. So, er ist noch nicht in den Genuss von meinem Bart gekommen. Deswegen müssen wir ihn aufhängen. Ist ein bisschen schade. Ich bin ganz Ohr, wird auf der Map hier wahrscheinlich nicht wirklich was bringen. Weil hier so wenig Dingens ist, wo die durchhüpfen können. Ich muss dran denken, im Endgame. Endgame muss ich eine Person erwischen. Wird sie mir in die Arme springen, Leute? Ja, wird sie. Oh, die hat einen schönen Backflip gemacht, doch. Okay, komm mal mit. Du kommst in den Keller, ja. Ja, warum nicht? Keller mit ihm ist schon ganz nice. Hallo Mike, moin moin. So, Haken. Und dann sehen wir zu, dass wir wieder irgendwie ein bisschen die Generatoren zurücksetzen. Ich weiß nicht, wie es mit dem hier ist. Ja, hört sich an, als ob der schon wieder dran gewerkelt wird. Zwei Verletzte dafür bekommen. Ob das gelohnt hat, wage ich zu bezweifeln. Also, für die hat sich das gelohnt, für mich nicht. Für die war es natürlich ein guter Deal. Für mich war der eher schlecht. Okay, Keller. Frage ist, kriege ich die da unten jetzt noch? Ich glaube nicht. Ich würde erstmal gucken, wie es um den Gen hier unten bestellt ist.
Okay, der ist sogar noch schön zurückgesetzt. Sehr geil. Jetzt hier aus. Da ist jemand dran. Werkelt da. Okay, wenn sie hoch wollen, das hier wäre, glaube ich, der nächstbeste Punkt, ne? Der eine ist ja verletzt. Dann mal schnell anhaken mit dir. Die Nia wurde übrigens schon wieder gerettet. Wir können jetzt aber den Generator hier auch nochmal zurücksetzen. Und die Person müsste dann ja hier auch abhauen. Ich gehe erstmal. Okay. Hab ehrlich gesagt nicht erwartet, dass der schon so weit ist. Also im Endgame müssen wir einen raustunneln dann. Der Ashley wäre eine Möglichkeit. Ich werde jetzt einfach hinterhergehen. Soll der Geiz? Jetzt echt den Strike an der Stelle spielen? Komisch. Ob sich das gelohnt hat, ehrlich gesagt. Ich mir, glaube ich, dann einfach ganz normal in der Jagd genommen an ihrer Stelle, oder? Keine Ahnung. Bin ja kein Pro. Was weiß ich schon. Okay, sie ist, glaube ich, auch RIP, theoretisch, ne? Zwei Leute dead on hook, sehe ich das richtig? Ne, sie ist tot. Ach so. Er ist auch tot. Aber muss er doch im Endgame draufgehen, Leute. Dankeschön. Die Position da ist aber jetzt auch nicht so geil für sie. Ich bin aber auch nicht so geil, offensichtlich. Oh, der kommt da gar nicht rüber. Schade. Auf Krampf, Leute. Oh. Der ist aber noch nicht so weit. Die kann ich auf jeden Fall noch schnell wegschicken. Bußkäfig wieder. Okay. Ich werde hier nochmal gegentreten. Unten gegentreten. Weiß nicht, wie es mit dem da hinten aussieht. Aber vielleicht gehe ich da auch nochmal hin, trete da auch nochmal gegen. Was war dir auf dem GameCube zu gruselig? Kennt ihr auf GameCube noch Def Jam Fight von New York? Das war ein legendär geiles Game. Kennt das irgendjemand? Resident Evil 4? Ach echt? Boah, geil. Ärgerlich für ihn, Leute. Da hat das mit Dead hat leider nicht so gut funktioniert. Leute, wir müssen ins Endgame kommen eigentlich. Meine Aufgabe. Er ist tot. Minimori! Hätte ich auch direkt machen können eigentlich. Wir sind jetzt nur noch zu zweit. Shit. Das ist echt ärgerlich, weil die eigentlich ins Endgame kommen sollten. Tja. Egal, wir spielen die ganz normal runter jetzt. Dann muss ich halt nächste Runde nochmal machen. Obwohl, wenn ich dann die Luke finde und die Luke schließe, könnte ja auch noch was geben. Warten wir ab. Vittorio, let's go. Machst du dich? Viel Spaß. Wie bitte? Wie bitte? Ach so, ja, okay. Alles klar.
Leute verletzt. Zurücksetzen, Blutspur folgen, let's go. Du meinst super. Ja, ich meine, man weiß ja nie, ob die Luke nicht mal bei einem spawnt. Manchmal hat man ja Glück, ne? So, Vittorio rennt da hinten in die Ecke. Sind beide hier? Let's go! Und nochmal zurückgesetzt. Den hängen wir irgendwo auf. Manchmal, sagt er. Glück, sagt er. Leute. Okay, schön. Tja. Ah ne, der hing das erste Mal, oder was? Dann ist sie dead on hook. Den Vittorio hatte ich noch gar nicht. Okay. Er konnte mir bisher widerstehen. Mal schauen, ob sie jetzt helfen geht. Aber wie mache ich es denn dann? Mache ich ihn? Also, wenn er jetzt gerettet wird, gehe ich dann erst auf ihn? Gehe ich erst auf sie? Sie wäre ja tot. Wäre irgendwie auch doof. Also, ich glaube, Endgame sehen wir wirklich halt nur, falls Luken-Action. Ihr wisst Bescheid. Ich glaube, die rennen dort so. Mal gucken. Ist er sogar. Wäre geil gewesen. Downstrike? Haben die ganzen Leute denn Strike mit? Was ist denn hier los heute? Oh ne, der hat gar keinen Strike mit. Okay. Ich dachte, der springt dann in das Kabuff rein. Schön wär's gewesen. Mal schauen, ob sie nochmal geht. Komm schon. Michaela, du bist eine Ehrenfrau, oder? Ich gehe auch nicht da zu dem anderen Gen. Wie gesagt, ist eigentlich eh egal. Adrastium, ich versuche hier gerade eine Runde zu spielen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Und wenn dann nicht innerhalb von 2 Minuten reagiert wird, dann, ja, richte kein Zacken aus der Krone. Das hat nichts mit Ignorieren zu tun. Das ist halt einfach nur, ich spiele ein Killer. Muss ich halt ein bisschen auf die Survivor achten. Also bitte nicht Pipi in die Augen bekommen, so schnell. Ich folge den Spuren. Ich habe keine Ahnung, wer es ist, weil sowieso beide verletzt sind, aber wer auch immer das jetzt ist, der wird dann unser... Ach, er schon wieder. Ach du Scheiße, komplett rausgetunnelt jetzt. Oh geil, hat sich sogar hochgeheilt gerade. Nice. Medikit-Dingens? Spritze oder wie? Schade. Ich meine, theoretisch könnten wir jetzt auf Krampf den einfach jagen und noch aufs Endgame hoffen. Aber wenn ich höre, dass hier die andere so rumjammert, dann hole ich sie halt schnell. Go. Okay. Haken. Und dann Luke. Ich würde am liebsten nach unten, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Deswegen hängen sie da hin und dann... Dann Daumen drücken, Leute. Okay, okay. Keine Ahnung. Hier? Nö. In der Ecke kann es auch sein. Wenn ich sie brauche, kriege ich sie nicht. Entitus, warum?
Komm schon, er muss sie doch schon längst gehört haben. Er steht da, oder? An der Luke. Jetzt einmal schon fast über die ganze Map rüber. Ah. Er muss hier in der Mitte sein, oder was? Okay, krass. Gibt's doch nicht. Okay, wo habe ich denn jetzt noch nicht geguckt? Sie kann auch oben im Ausgang spawnen. Als ob das jetzt gerade der Fall gewesen ist. Die jetzt im Ausgang ist, ne? Da, ja, er ist schon bei ihr. Nee, hä? Die ist hier gar nicht. Aber das Problem ist, ich muss die Luke ja schließen. Sonst kein Endgame. Also unter den Umständen kann er halt theoretisch sogar einfach entkommen. Das ist überhaupt nicht interessant für mich. Renn du mal weiter. Geh zum anderen Ausgang. Als ich ihn da gesehen habe. Hier ist sie nicht. Hä? Okay, Leute, wo war ich noch nicht? Hinten im Saw-Raum? Okay, ich dachte, ich wäre jetzt schon überall gewesen. Beim Eisraum. Hier ist sie. Wie bin ich denn da vorhin, wie bin ich denn da vorhin dran vorbei? Ich dachte, da wäre ich schon mal lang gegangen. GG, schade. Schade. Er steht einfach im Ausgang. Er hat gar nicht versucht, nach der Luke zu suchen. Ich glaube, er hätte sie auf jeden Fall vor mir gefunden, so wie ich mich hier angestellt habe. GG. Tja, gestern im Video noch easy die Luke gegönnt und heute einfach komplett reingeschissen. Machst du nichts, Leute? Und jetzt hatte ich leider eigentlich die Aufgabe mit dem Endgame. Sollte nicht sein. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Falls du es ist, lasst gerne ein Like da, lasst einen Kommentar da und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.